Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ihr seht's, Kokowai, der neue Alola-Form. Coole WP, 2, 3, 4, 5. Bleibt nicht ganz so leicht drin. Man darf nicht vergessen, das ist ein Kokowai. Aber heute Abend kam aus dem Nichts einfach so die erste Alola-Form. Ist kein neuer Deckseintrag. Und ist halt so wie eine neue Form einfach, wie Shiny oder bei den Formios oder die verschiedenen Incognitos. Ich zeig's euch mal direkt im Pokédex. Mir fällt gerade ein, ich hätte die IV eigentlich checken sollen. Ich bin so gewohnt von Owai und Kokowai nicht mehr die IV zu checken, weil ich habe ja 100er. Aber ich habe kein Alola Kokowai 100. Da. So, und weiter unten ist die Alola Form. So. Genau. Mal schauen, was die so mit den Alola-Formen machen. Der ist jetzt einfach echt random einfach so gekommen. Wann die nächsten so kommen? Ja, an sich eigentlich ziemlich cool. Kokowai leider. Ich kämpfe mal gegen die Arena, weil ich habe eine Quest. Fünfmal dagegen kämpfen. Kokowai leider. Wir haben ja letztens ein Video gemacht. Zwecks Pokémon und Entwerten und sowas. Ich weiß noch, wo das erste große Owai-Nest in München war. Am Friedensengel. Wir waren am Start und wir waren froh, dass wir am Ende genug Bonbons hatten, um ein Owai zu entwickeln. 50 Bonbons war das. Und jetzt läuft Kokowai einfach so frei wild herum. Überall ist der. Wenn du den fängst, 5 Bonbons. Mit Berge 10. Aber ist ja eine neue Form, also passt schon. So. Ansonsten wollte ich heute noch über was anderes reden, und zwar IV und Statistik und wie wichtig 15 Angriff ist und wie wichtig IV allgemein ist und der Unterschied zwischen 100% und 50%, 0% und so. Aber wir machen erstmal die Arena platt. Drei Kämpfe noch, also Arena nicht platt machen, aber drei Kämpfe noch. Dann hole ich mir die Belohnung ab. Und über das, über die IV reden wir wahrscheinlich, glaube ich, erstmal, wenn ich wieder zu Hause bin oder später nochmal. Weil Mittagspause auch eigentlich gleich zu Ende ist. War natürlich wieder beim Penny. Viele Leute fragen immer, ob ich noch zum Penny gehe. Eigentlich jeden Tag, aber kann nicht so viel Werbung für die machen, weil noch bin ich nicht gesponsert von denen. Also momentan ist noch jede Werbung, die ich mache, leider umsonst. Aber auf jeden Fall cool, dass der jetzt am Start ist. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr schon einen habt und wie ihr den findet. Er ist Drache übrigens auch noch, was ganz cool ist für die Drachenmedaille, kann man die auch füllen damit. Und dann natürlich, was euer Bester ist momentan, ob schon jemand einen 100er hat, bestimmt irgendwo auf der Welt. 100er Alolan Kokowai. So. Schauen wir, was aus der Quest rauskommt. Übrigens heute Abend, also wer den Zeittrick macht, kann heute bereits dann Arctos bekommen. Aus der Feldforschungsbelohnung, Quest, wie auch immer. So. Ah ne, heute ist noch gar nichts. Ich war schon eins zu weit. Heute ist noch Zapdos, oder? Welcher ist denn heute? News. Arctos. Ab dem 1. Juni, es ist noch gar nicht 1. Juni. Also heute kommt noch Zapdos, Mann. Alter, jetzt bringt meine Pläne ganz durcheinander. Ich wollte ein Arctos-Video machen. Naja, egal. Wir sehen uns später bei den IVs. So, wieder zu Hause angekommen. Und wir reden nicht über IVs, weil es sind ein paar Neuigkeiten in der Zwischenzeit reingekommen. Ein paar Infos zur Safari-Zone Dortmund. Und zwar wurde das regionale Pokémon angekündigt. Es wird nicht Tauros sein, sondern Kogasaun. Sehr überraschend. Eigentlich hatte jeder mit Tauros gerechnet, weil das letzte Pokémon, das noch im Kanto Pokédex fehlt. Und Niantic scheißt drauf und gibt uns einfach Kogasaun aus Gen 2. Mir ist egal. Also manche leiden, die wollen lieber Tauros sehen, aber mir ist eigentlich egal. Hauptsache es kommt ein neues. Und die Incognito wurde natürlich bestätigt. Das war ja klar, dass die kommen. Welche Buchstaben weiß man noch nicht ganz genau. Manche meinen Dortmund,
Und dann das D ist halt doppelt bei Dortmund. Das wären viele Buchstaben. Müsste ich mal genauer abchecken, welche davon ich schon habe, aber klingt nicht so schlecht. Und bei der Ankündigung gab es natürlich ein Bild dazu. Und da sind verschiedene Pokémon drauf zu sehen. Ob man da jetzt irgendwas draus herleiten kann für die Safari-Zone, weiß man nicht. Aber Pikachu ist drauf. Shiny Pikachu gibt es eh schon. Wablu ist drauf. Den gibt es auch schon Shiny. Aber wieso nicht? Gordewa ist drauf. Eine Endentwicklung. Sehr komisch. Incognito, Corazon. Funpi? Ich weiß echt nicht, was ich zu Funpi sagen soll. Dieser Wurm aus Gen 3. Name fällt mir gerade nicht ein. Wompel. Genau so heißt er. Bummels ist ganz cool. Und dann Roselia. Und im Hintergrund bei diesem Fernsehturm Aerodactyl. Also ein paar interessante Sachen sind auf jeden Fall dabei. Für mich persönlich Aerodactyl. Es sei denn, jetzt beim Gesteins-Event kriege ich noch einen 100er. Dann nicht mehr interessant, aber ja, sonst ziemlich komische Sachen. Wablu, Roselia, Wompel. Eher nicht so begehrte Pokémon. Also wir werden sehen, ob die in Shiny-Varianten kommen oder ob die überhaupt kommen beim Event. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr von diesem Pokémon haltet und was ihr von Corazon haltet als regionales für Dortmund. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Wir sehen uns in Dortmund. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.